Ich gebe ihm ein paar Minuten. Ausgezeichnet. Mary schläft und Mary... Das war's. Das Schloss ist offen. Da ist er. Ein Brief adressiert an Angelina Morgan. Ich könnte die anderen... Bevor ich diesen Plastik... Ein verschlossener Brief. Angelinas Name steht drauf. Er wurde gestern aufgegeben. Hier in der Gegend. Ich sollte ihn lesen, das könnte mich voranbringen. Mal sehen. Wenn das hier jemand liest, dann ist etwas schiefgegangen. Mein Name ist Angelina Morgan und ich versuche Informationen über das Schloss Black Mirror, die Familie der Gordons und einen Geheimbund zu sammeln. Ich fühle mich bedroht und verfolgt von einem Mann namens Reginald Boris. Bitte kontaktieren Sie die Polizei und Darren Michaels in Biddeford, Maine, USA für weitere Informationen. Ich habe unter meinem Zimmer Kratzgeräusche gehört. Ich habe Angst. Ich habe eine Luke im Boden entdeckt und konnte den Code entschlüsseln. Die Lösung kannten zwei geschichtenerzählende Brüder aus Deutschland. KHM 62 17 1 25. Ich werde diesen Brief einwerfen und Murray um ein anderes Zimmer bitten. Darren... Falls du diesen Brief liest, ich habe mich bemüht. Ich wollte mich hiermit für deine Hilfe bedanken. Ich liebe dich. Sie, ihr darf einfach nichts passieren. Geräusche unter ihrem Zimmer. Reginald Boris, der ums Hotel schleicht. Wie war noch? Zwei Geschichten erzählende Brüder aus Deutschland? Und hier steht ein Buch. Die Märchen der Gebrüder Grimm. Das muss es sein. Im Inhaltsverzeichnis stehen 15 der Froschkönig oder der... Genau das steht doch auch in Angelinas Brief. KHM und dann einige Nummern. Ich nehme das Inhaltsverzeichnis mit. Schade ums Buch. Das ist das Inhaltsverzeichnis aus dem... Dann wollen wir mal.
Ich habe ein leises Klicken gehört. Ein widerlicher Gestank. Das dürfte die Kanalisation sein. Oder ein Loch, das als Kanalisation missbraucht wird. Der Teppich wurde an zwei Stellen aufgeschnitten und dann aufgeklappt. Er scheint nicht mit dem Boden verklebt gewesen zu sein. Es ist stockdunkel. Ich kann nicht erkennen, wie tief es ist. Aber ich glaube, ich muss da runter. Irgendwo dort könnte Angelina... Ich brauche Licht. Ohne Licht... Das gibt's doch nicht! Der schläft tief und fest. Hey, Mann! Aufwachen! Wie? Was? Na, das wurde auch mal Zeit. Was? Was kann ich für Sie tun? Wir wollen ein anderes Zimmer. Es stinkt im gesamten Flur. Nach Gülle. Oh, selbstverständlich. Danke. Aber gerne doch. Aha. Leuchtet in drei verschiedenen Farben. Oh Mann. Ich hasse... Eine ausgezeichnete Wahl, Sir. Halten Sie einfach die Klappe. Die Batterien passen und ich hab Licht. Ab in den Untergrund. Es ist wirklich die Kanalisation. Allerdings garantiert nicht aus den letzten 100 Jahren. Ich kann Wasser erkennen. Und da sind Stufen in der Wand. Oh Mann, kein einladender Ort. Hier ist eine Eisenleiter an der Wand. Am Ende der Leiter ist eine Metallabdeckung. Sie bewegt sich kein Stück. Hier war ich doch eben schon. Ich weiß nicht genau... Ich hasse Ratten! Was war das? In diesem Abschnitt stinkt's besonders.
Jetzt bin ich im gleichen Tunnelabschnitt wie gerade eben. In diesem Abschnitt stinkt... Boah, das stinkt. Scheint zu halten. Ein echter Traum. Angelina wird auf 100 Meter riechen können, dass ich zu ihrer Rettung nahe. Wenn Angelina hier ist, ist sie auf jeden Fall auf dieser Seite des Gitters. In diesem Abschnitt stinkt's... Eine Röhre, die schräg hinabführt. Und hier hängt... Das ist ein Stück Stoff. Könnte von einer Bluse sein. Und es scheint noch nicht lange hier zu hängen. Ich hoffe, das ist nicht von Angelina. Aber von wem sollte es sonst sein? Die Röhre führt steil hinab. Ich kann nicht erkennen, wo sie aufhört. Sie ist groß genug, um hineinzuklettern. Ob sie dort unten ist? Angelina! Angelina! Nichts.